Ladies and Gentlemen, ihr schaut das Splash Mag. Sein Name ist F zu dem R. Und mein Name ist Curse. Ihr seid hier, bleibt auf jeden Fall dran, holt euch die neuesten und besten und coolsten Infos zum Splash und zu Deutsch mit Bob und allem, was euch interessiert. Wir sind hier, ihr seid hier. Wir sehen uns. Peace. Zu dem R. Ja. Ich trete hier im Auftrag vom Splash Mag vor die Kamera mit Curse, der gerade eine Show gespielt hat. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich am Start bin bei euch. Und ja, gerade von der Bühne, gerade mal eine Stunde ein bisschen halbwegs runtergekommen und so. Ja, du bist jetzt ja einige Tage schon auf Tour. Gibt es denn schon irgendeine interessante und lustige Nightliner-Story, die du den Leuten vortragen könntest? Also, ist auch geil, wenn du so mit dem Boot drumherum. Ja. Also, es gibt viele Storys. Also, wir haben echt eine Menge Spaß im Nightliner. Das ist eine gute Sache. Und ich bin auch sehr zufrieden, weil alle regelmäßig duschen und auch schön die Taschen mit ihren dreckigen Klamotten dann immer zumachen. Weil man muss sich das vorstellen, du kennst das. Viele Leute werden es vielleicht nicht kennen. Du bist mit 10, 15 Leuten in einem Bus, in so einem großen Bus. Jeder hat so eine kleine Schlafkugel. Und wenn einer stinkt, stinkt der Bus. Ja. Das heißt, da ist irgendwie Duschen angesagt, bis zum geht nicht mehr und immer schön Zähne putzen und immer alles so. Ja. Und selbst wenn Leute zu Hause mal so den Schliff machen und mal ein, zwei Tage nicht duschen, so auf Tour wird geduscht. Ich bin sehr zufrieden, es läuft top mit meiner Band. Ne? Und ja, also ich meine, wir haben schon sehr die Filme zusammen geguckt, das Tour gerannt. Wir haben so verschiedene Running Gags schon und so. Das geht ja mal sehr schnell, wenn man so lange zu eng auf einem Raum ist, so, dann geht es ganz schnell und dann entstehen irgendwelche Anekdoten auf jeden Fall. Ja, und so ist nämlich so, dass der Soundmann direkt am ersten Abend mit Scheiße betreten ist und das im ganzen Nightliner verteilt hat. Da macht dann der Körpergeruch der einzelnen Leute, die mitfahren, auch nicht mehr so viel aus. Aber so viel zum geschmackvollen Einstieg. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Und zwar gibt es ja eigentlich relativ wenige Rapper in Deutschland, die wirklich mit einem Album in Verbindung gebracht werden. Das ist bei Sammy das erste Dynamite Deluxe Album und bei dir ist es zumindest so, wie ich das von außen mitbekommen habe, von innen nach außen. Wie ist das bei dir? Bist du dich an diesem Album selber oder wie gehst du um mit deinem persönlichen Inmatic? Also das ist sehr interessant, weil es viele Leute gibt, die sagen, von innen nach außen so das Album. Ich werde oft mit von innen nach außen assoziiert, viele Leute sagen, das ist super. Aber wenn du dann die Juice 20 Best Albums in German History, das liest so, dann ist es irgendwie Feuerwasser drin. Auf die andere Seite wieder. Und jetzt ist es gerade so, dass ich vielen Leuten begegne, die jetzt sagen, ganz ehrlich, ich glaube, Freiheit ist dein bestes Album. Also, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, zu welchem Zeitpunkt man auch auf einen Künstler aufmerksam geworden ist. Und was man auch individuell mit diesem Album verbindet und in welcher Zeit es einen erwischt hat. Deswegen messe ich mich selber nicht an von innen nach außen. So. Weil ich glaube, da kannst du ganz nur verlieren. Wenn du versuchst, irgendwie das nochmal zu machen oder wenn du versuchst, das nochmal zu trocknen oder ähnlich zu machen oder sowas. Ich glaube, dann, das kann nur nach hinten losgehen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich habe ja auch nicht von innen nach außen gemacht und mir gedacht, ich mache jetzt nochmal ein zweites Feuerwasser oder sowas. Ich habe von innen nach außen gemacht, damit ich gesagt, okay, Feuerwasser bei dir. Jetzt kommt das nächste Album. Was habe ich aus Feuerwasser gelernt? Und das übertrage ich jetzt auf dieses nächste Album. Der Moment hat einfach gestimmt. Es war die richtige Musik, die richtigen Lyrics, die richtigen Beats zur richtigen Zeit. Und manchmal hat man Treffer, manchmal nicht. Bei Jay-Z war es halt ein bisschen Doubt. Und dann kam aber The Blueprint, was auch wieder als Klassiker gehandelt wird. So, ja. Und bei mir ist halt auch so, weißt du, manche Leute sagen Feuerwasser, manche Leute sagen von nach außen und so weiter und fort. Bei mir war es bei dem neuen Album auch so, dass ich mich von diesen ganzen Sachen wirklich zum ersten Mal auch wirklich echt frei gemacht habe. Und gesagt habe, so, ich tue jetzt so, als wäre das Album mein erstes Album. Als würde ich einfach von null anfangen, hätte keine History, hätte kein nichts, mit dem Leute mich identifizieren oder hätte nicht das Gefühl, ich müsste irgendwie irgendwas beweisen, sondern ich stelle mich einfach hin und sage, ich mache das, als wäre es mein erstes Album. Und das hat mir echt wahnsinnig gut getan, weil ich das total loslöst von vielen, so von Druck und von Zwängen und von Erwartungen. Und ich glaube, das war auch genau das Richtige an dem Zeitpunkt. Ich glaube, das hat geklappt. Gut, trotzdem ist mir in einigen Interviews aufgefallen, dass du teilweise ja, sehr realistisch deine alten Werke auch manchmal selbst in Frage stellst.
Also zum Beispiel sagst du auch in einem Song, dass du nicht mehr hundertprozentig dahinter stehst, dass du Hand hoch als erste Single von Innere Sicherheit gemacht hast. Oder zum Beispiel auch, dass du auf Sinnflut zu viel reagiert hast. Glaubst du nicht, dass du, wenn du so Aussagen triffst, auch manchmal Hörern vor den Kopf stoßen könntest, die dich vielleicht gerade für diese Moves feiern? Auf jeden Fall. Aber ich meine, ich sage ja nicht, Hand hoch war ein scheiß Song. Sondern ich sage, es wäre smarter gewesen, Curses zurück als erste Single zu machen. Weil dann hätten alle Leute mitsingen können, bla bla bla. Und nach Und was ist jetzt? Dann Hand hoch als Single zu bringen. Das wäre einfach smarter gewesen. Weil da war der Weg geebnet. Da war irgendwie der Weg dafür, dass die Leute offen waren, sowas zu hören. War einfach schon geebnet. Und ich glaube, mit Hand hoch als erste Single habe ich viele Leute vom Kopf gestoßen. Gerade noch bei, also die haben gestern noch von hinten außen gehört und hören morgen dann schon Hand hoch. Die haben ja sozusagen gar nicht mitbekommen. Oder diese zwei, drei Jahre Entwicklung, die dazwischen liegen. Sind für die ja nur ein Knopfdruck auf dem CD-Player. Für mich ist es, sind es 2 Jahre. Das hätte man smarter machen können, aber im Retrospekt ist man immer schlauer. Deswegen ist es auch nicht auch gleich. Bei Sinnflug ist es so, dass ich mit sowas wie Gangster-Rap oder sowas wie Fluch natürlich reagiert habe auf das, was in der deutschen Hip-Hop-Szene passiert. Aber auch da sage ich wieder, es war ja nicht scheiße, es war ja nicht wack. Es war einfach zu dem Zeitpunkt auch 100% das, was ich machen wollte. Und im Retrospekt sage ich dann, hätte ich aus jetziger Sicht vielleicht anders gemacht. Aber aus der damaligen Sicht war das 100% das, was ich machen wollte. Und es war 100% richtig. Und deswegen bereue ich das auch nicht oder sage, das war kacke oder so. Mhm. Ich sage nur irgendwie so, wenn ich mich selber analysiere in der Vergangenheit, dann hätte man das vielleicht so machen können, das vielleicht machen können. Aber ich bin 100% happy mit dem, wie es gelaufen ist. Dann gibt es auf deinen Alben auch immer relativ viele Gedankenexperimente, zum Beispiel in dem Song Baby, aber auch in deiner aktuellen Single Bis zum Schluss. Und ich glaube schon, es geht zwar in die persönliche Ebene, aber dass sich viele deiner Hörer fragen, ob du beim Schreiben dieser Songs wirklich gerade eine persönliche Emotion verarbeitest oder ob das aus alten Erfahrungswerten kommt oder ob du dir beim Schreiben einfach so dieses Recht eines Autors nimmst, der sich dann in andere Leute reinfühlt. Kannst du da auch so irgendwas Bestimmtes sagen? Ist eine Kombination eigentlich aus allem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass wenn du bestimmte Gefühle noch nie selber erlebt hast, dass es dann sehr schwer ist, darüber zu schreiben. Das heißt, wenn du authentisch über irgendetwas schreiben möchtest, musst du selber schon mal was Ähnliches erlebt haben. Auf der anderen Seite nehme ich mir das Recht des Autors raus, das zu abstrahieren. Wenn ich einen Song über eine Trennung schreibe, dann muss das nicht 100% so passiert sein bei mir in meinem Leben. Aber natürlich habe ich schon Trennungen erlebt. Und natürlich habe ich die Situation zwischen Mann und Frau, und wenn man lange zusammen ist und so weiter, natürlich habe ich das erlebt. Und ich baue diese Sachen ein in die Songs, aber nicht nur meine Erlebnisse, sondern auch, ich bin ein sehr observierender Typ. Ich höre, wenn Leute mir erzählen von ihren Storys, ich höre zu, ich merke mir das. Und ich merke mir, was sind die Gemeinsamkeiten von diesen Storys von den Leuten und so weiter. Dann verbinde ich das mit meiner persönlichen Erfahrung und dann versuche ich natürlich, wenn ich so einen Song schreibe, bis zum Schluss, eben diese Sachen auch zu sagen, die wahrscheinlich ganz viele in solchen Situationen gemein sind, die alle zusammen gemeinsam haben. Ja. Und wenn du über diese Sachen dann schreibst, dann ist es so, dass viele Leute dann auch sagen, so, ey, stimmt. Weißt du? Und sich viele Leute damit identifizieren können, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Ding. Wir wollen ja auch Leute erreichen, wir wollen auch Leute bewegen. Weißt du? Und es ist wirklich eine Kombination aus diesen Sachen. Aber ich glaube, wenn ich noch nie diese Emotionen gespürt hätte, könnte ich sie auch nicht aufschreiben. Irgendwoher aus mir raus kommen die auch. Aber sie sind in den Songs, die ich schreibe, oftmals halt auf eine gewisse Weise abstrakt. Und bei Bis zum Schluss gibt es ja auch dann keine wirkliche Lösung. Also du sagst ja, wir zwei werden untergehen. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt dieses, sagen wir mal, lyrische Ich wirklich hundertprozentig wärst? Würdest du dann in so einer aussichtslosen Situation eher rational reagieren und so sagen, okay, Mädchen, das hat absolut keinen Sinn mehr, es geht einfach nicht mehr? Oder wärst du dann eher der Typ, der sich dann wirklich so von seinen Gefühlen überschütten lässt und so denkt, okay, man kann es nicht gegeneinander aufwiegen? Ich bin auch da so, ich bin total hin und her gerissen zwischen mir. Ich bin ein extrem emotionaler Mensch, ich bin aber auch ein extrem rationaler Mensch. Also so komisch wie das Leben. Ich bin einfach ein extrem Mensch, was Gefühle und was das angeht. So. Ich denke viel nach, aber manchmal fühle ich auch einfach unglaublich intensiv. In so einer Situation, also bis zum Schluss, wie gesagt, die Situation ist mir auch nicht unbekannt. So, ja? Also die
das sind schon Sachen, die, die man so auch schon mal, die ich so auch schon mal gefühlt habe teilweise. Ja. In den Situationen ist es halt wirklich so, dass es dann. Deswegen habe ich es auch ein bisschen offen gelassen. Ich sage zwar, wir zwei werden untergehen, so, dann kommt aber wieder der Hook, dann dreht das Mädel wieder sozusagen, ja, aber vielleicht, und wir kämpfen, lass es kämpfen. Und dann kommt mein letzter Spruch wieder, okay, lass es kämpfen. Also, das geht manchmal schon so echt hin und her. So. Da ist man echt in der Mitte hin und her gerissen zwischen Emotion, Rationalität, dann wieder so, dann wieder so. Ich bin prinzipiell jemand, bei dem es sehr lange dauert, bis ich. Bis man mich so weit hat, dass ich wirklich radikale Entscheidungen treffe. So. Ja, weil ich halt sehr viel abwäge und sehr viel herüberlege. So. Also mich an den Punkt zu kriegen, wo ich wirklich sage, pass auf, Frieden. Das dauert lange. Aber wenn dieser Punkt gekommen ist, dann ist es auch absolut final. So, dann ist die Entscheidung getroffen und dann gibt es auch keine Sorge. Dann ist es ja so, dass du eigentlich an einem Punkt bist, wo du komplett auf Kritiker scheißen könntest. Aber trotzdem kommt ja immer wieder aus manchen Ecken so der Vorwurf, dass du für Leute vielleicht ein wenig zu theatralisch wirkst, wenn man sich zum Beispiel das Video und was ist jetzt anguckt. So. Ich glaube, dass sich wenige Rapper mit so einem Video wohlfühlen würden, einfach weil du da ja auch schauspielerisch agierst und so weiter. Wie gehst du denn heute so mit diesem Vorwurf um, dieser ständig angeprangerte Pathos oder wie man es nennen will? Berührt dich das noch in irgendeiner Weise oder fühlst du dich in deiner künstlerischen Laufbahn einfach so gefestigt, dass du dir sagst, so ja... Mittlerweile, ganz ehrlich, fühle ich mich wirklich aus ganzem Herzen so befestigt, dass das wirklich von mir abperlt. Weil es kommt oftmals von Leuten, die sich einfach bestimmte Dinge nicht trauen. Wo ich mir denke, okay, wenn ihr euch das nicht traut und so, und ihr findet das dann für die Kacke und so, okay, alles klar. Aber andere Leute, die dann nicht so die Rap-Heinis sind, die kommen zu mir und geben mir genau für solche Sachen eben Props. Und das ist die Weiterentwicklung und das ist der Progress, den man macht, weißt du? Einfach auch zu sagen, ja, ich traue mich das, dann machen wir mal. Man muss sich halt immer Sachen trauen und manchmal fährt man auf die Schnauze und manchmal denkt man sich im Retrospekt, ja, aber vielleicht jetzt nicht so geil, aber ey, das Leben ist eine ständige Entwicklung. So. Alles geht weiter, du wächst, du wirst älter, du kriegst mehr Haare, du kriegst weniger Haare, irgendwann, wenn du alt bist. Jeder Baum wächst zur Sonne, jedes Gras wächst hoch, das ist einfach so. Und jeder, der sagt, man muss stagnieren, man muss immer nur das Gleiche machen, ist ein Idiot, weil das ist gegen das Prinzip des Lebens. Das Leben funktioniert nicht so. Nichts im Leben bleibt stehen. Und wenn was stehen bleibt im Leben, ist es tot. Aber selbst wenn es stirbt, dann entwickelt es sich wieder zurück, geht wieder in die Erde und so weiter. Das Leben entwickelt sich weiter. Und man muss Risiken auf sich nehmen. Man muss mal von der Klippe springen. So, ja? Man muss mal irgendwie ins Wasser springen, obwohl man nicht weiß, ob es jetzt warm oder kalt ist. Man muss das machen, das gehört zum Leben dazu. Und solche Weiterentwicklungen sind für mich unglaublich wichtig. Weil ich mich selber einfach kicken will, weil ich habe angefangen mit Rap-Musik, um an irgendeinen Punkt zu kommen. Ich wollte früher nur eins. Ich wollte nur, dass die Leute sagen, der Typ ist der krasseste Lyricist. Dann habe ich meine ersten Sachen gemacht und dann kommen so Typen wie Stieber Twins und bla bla und sagen, der Typ ist der krasseste Lyricist. So, was machst du dann? Hörst du auf? Oder setzt du dir ein neues Ziel und sagst, okay, pass auf, jetzt will ich dann will ich die Leute erreichen. Dann will ich die Herzen holen. Weil dann habe ich so einen Song gemacht wie Entwicklungshilfe oder wahre Liebe und dann kamen auf einmal ganz andere Leute, waren ganz anders berührt als Typen, die nur auf Technik stehen. Und dann habe ich gemerkt, wow, krass, also, man kann die Leute auch anders. Dann war das nächste Ding, dann habe ich gesagt, ich will musikalisch werden. Ich setze mir einfach immer wieder selber neue Ziele, um mich selber interessiert zu halten an dem Ding, an dem Hip-Hop-Ding, an dem Rap-Ding. Weil wenn ich mich limitieren würde, wenn ich sagen würde, ja okay, bis hierhin und nicht weiter, würde ich heute nicht mehr hier sitzen, ich würde nicht mehr rappen. Weil dann wäre es mir langweilig. Also, und ich muss mich immer wieder neu schicken und immer wieder neu kicken. Und genau solche Sachen, wenn Ken Duken, der Schauspieler, sitzt und mir diese Regieanweisung gibt, die ich heute Abend erzählt habe, das ist für mich eine neue Erfahrung. Und ich liebe neue, weißt du, ich liebe so neue Sachen zu lernen. Und er sitzt zusammen mit Abel Ferreira. Abel Ferreira ist der Regisseur von Bad Lieutenant. Ich weiß nicht, ob Bad Lieutenant ist. Wahnsinnig guter Film mit Harvey Keitel in der Lipo. Der komplette Film wird getragen von der schauspielerischen Performance von Harvey Keitel. Unfassbarer Film. Ken Duken sitzt mit Abel Ferreira zusammen. Flasche Schnaps. Und Ken Duken sagt, hier, pass mal, hab ich gemacht, das Video, guck mal. Zeigt es dem Typen, der diesen Film gemacht hat. Den Film habe ich mindestens 15 Mal gesehen. Und der Typ sieht das Video und steht auf und sagt, ja, yes, bro, ist so feiern.
feiert diese Performance ab. Und so dieser eine Moment, der wiegt schon alles andere auf. Also den irgendjemand mal gesagt hat, ja, der hat Abel Ferreira hat das Ding gefeiert. Fertig, tschüss. Mehr brauche ich nicht. Okay. Vor einigen Monaten habe ich Savage interviewt. Und dabei ist halt auch rausgekommen, dass er extrem viel tourt. Und man kann einfach davon ausgehen, dass er sich so auch über Wasser hält. Und bei dir ist es ja so, dass du eigentlich verhältnismäßig relativ wenig tust und dir auch immer ziemlich viel Zeit für deine Alben nimmst. Kamst du schon mal an einen Zeitpunkt, wo du dir dachtest, okay, kann ich mir das jetzt noch leisten, mir wirklich die Zeit zu nehmen, die ich brauche? 100%. Also während der Produktion von Freiheit gab es echt mehrere Momente, wo ich gedacht habe, so, okay, pass auf. Von einem realistischen wirtschaftlichen Standpunkt ist alles, was jetzt noch weiter darüber hinaus geht, der absolute Wahnsinn. Aber dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, worauf kommt es mir an? So, was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Was will ich erreichen? So, und dann bin ich wieder an denselben Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nein, ich gehe das Risiko ein. Wenn ich die Schnauze falle, dann ist egal, ob ich 3 Monate vorher oder 3 Monate später auf die Schnauze falle oder ob ich morgen eine Banklehre machen muss oder in 3 Wochen. So, egal. Ich gehe das Risiko ein. Ich mache das. Und das war 100% die richtige Entscheidung für mich. Also wenn ich nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten denken würde, dann würde ich viele Dinge, die ich mache, nicht machen. Allerdings habe ich jetzt schon, also mein nächstes Album ist jetzt schon in der Mache, schon angefangen. Und es wird wieder ein anderer Schritt werden. Und das wird nicht so lange dauern, wie letztes Mal. Also ich glaube, jetzt wird es ein bisschen, jetzt so die nächsten 1-2 Jahre werden, glaube ich, ein bisschen zackiger vorangehen. So. Aber ich habe auch gerade einen Run. Das ist gut. Ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern. Mein Vermieter freut sich, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Okay. Dann ist mir auf deinen Alben aufgefallen, dass du auch nicht unbedingt jemand bist, der mal davon zurückschreckt, einen Part nicht komplett durchzurappen, sondern auch mal aussetzt. Andererseits bist du live halt auch ein MC, der komplett ohne Backup rappt und trotzdem alles sehr deutlich, powerful und allein so rüberbringt. Wie verhalten sich da so deine Ansprüche zueinander? Naja, auf der Platte ist halt der Anspruch, so präzise wie möglich in der Performance zu sein und so und vor allem auch emotional wie möglich in der Performance zu sein. Und manchmal, wenn man einen Text sehr frisch geschrieben hat, man geht ins Studio, dann geht es vielleicht nicht durch zu rappen, sondern da muss man cutten oder einfach um bestimmte Dinge auf eine ganz bestimmte Art und Weise präzise zu betonen oder emotional zu betonen, braucht es mehrere Anläufe. Wisst man das? Ich bin ja kein ausgebildeter Schauspieler, ich kann ja jetzt nicht, wer kein Sprechtraining hat, sodass ich immer jeden Satz gleich super precise performen kann. Deswegen nehme ich mir da auch Zeit. Also im Studio ist für mich alles legitim. Es gibt manche Songs, die rappe ich durch. Wenn ich die Welt aus dir schaffen könnte, habe ich die ersten 2 Verses durchgerappt. Den letzten Verse habe ich mit 2 Takes dann gepackt. Also der Song ist fast 1 Take. Manchmal stimmt die Emotionalität, manchmal stimmt die Stimmung, der Vibe und dann bumm. Manchmal arbeite ich, konstruiere ich aber auch mehrere Stunden an einem Song und stehe da wirklich selber und setze und mache tue, zum Beispiel bei Gold. Sehr viel konstruiert, sehr viele Vocal-Schichten gelayert und geguckt. Das kommt immer auf den Song an, weil im Endeffekt zählt, wie gut klingt der Song nach auf Platte. Und wenn dann die Live-Tour kommt, dann setze ich mich hin und sage, so mein Freund, jetzt musst du die Sachen mal lernen, jetzt musst du dir die reinziehen. Und dann habe ich natürlich den Anspruch auf mich, die Sachen auch live mit einer ähnlichen Intensität und einer ähnlichen, also so einer ähnlichen Emotionalität auch zu performen. Aber das ist dann leichter, wenn man sich schon 300 Mal auf Platte gehört hat. So. Dann hat sich das schon in den Kopf eingeprägt und dann ist das leichter, auch wieder so zu reproduzieren. Aber im Studio zählt für mich einfach alles, was nachher das beste Ergebnis ist. Sehr gut, dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Und zwar, warum hat Busy mein Part bei Una und ca. 1 Millisekunde falsch auf den Beat gelegt? Also da musst du mal Busy fragen. Du musst dir gleich mal, ich würde dir vorschlagen, du rufst bei Jungs an, rockst bei dem Jungen zu Hause ein, machst dich ärgern, wofür dir auch. Also, da muss man gefährlich sein bei Busy, also da würde ich nicht einfach so einmarschieren. Vor allem mit seinem Hund. Mit seinem Hund. Der Hund kommt und der fuckt dich ab, der Hund. Also von meiner Seite, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es nicht aufgefallen. Eben, es fällt ja sowieso keinem auf. Und das Ding ist so, ich bin ein Korinthenkacker, Motherfucker, was,
was solche Sachen angeht. So, ich habe damals bei Ich lebe für Hip-Hop mit DJ Tomek, die haben eine Woche an meinem Verse rumgeschoben, weil der irgendwie Scheiße gebaut hatte. Ich bin echt ein Choreniker. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also, Apologies von meiner Seite, wenn du dich da irgendwie. Ist ja. Shoutouts an Busy auch, ne? Trotzdem bester Mastering Engineer der Welt und so. Ja, ey. Deswegen macht ja nichts, merkt ja sowieso keiner. Ist halt mehr laid back dadurch, dass es ein bisschen weiter rechts ist. Aber wie gesagt, also mir ist nicht aufgefallen, ich finde so fresh, wie es ist. Und jeder, der es gehört, also ich meine, geh mal ins Büro von allen München, ja, da gibt es niemanden, der sagt. Ja, diesmal aber so ein bisschen. So, weißt du, dieser geiler Verse, bumm. Und, tja. Live funktioniert es auch. Live funktioniert es auch. Also, tja, ich werd ihn von dir bestellen. Du bist schwer enttäuscht. Ja. Der war schwer enttäuscht. Ja, sehr gut. Dann bedanke ich mich auch bei dir. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Vielen herzlichen Dank. War doch ein sehr ergiebiges Interview. Ciao.